Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört das Colorradio Dresden und diesmal eine weitere Sendung aus der Reihe Aussitzen Deluxe. Ich befinde mich gerade hier im ersten Stock der Hanse 3, auf der Hansastraße 3 in der Leipziger Vorstadt. Wenn ich aus dem Fenster sehe, sehe ich im Hintergrund, idyllischer geht's kaum, den Martin-Luther-Platz und seine Kirche. Und direkt vor meinem Auge, keine 3 Meter, die Gleise, die Gütergleise hinter dem Neustädter Bahnhof. Dicht bewachsen und doch noch befahren. Und ihr hört heute in der folgenden Stunde das Duo Schuhmaschine, ansässig auch hier in der Hanse 3 und seit etwa 5 Jahren musikalisch unterwegs. Martin Schulze an der Posaune und Max Wutzler am Schlagwerk. Die beiden haben in der Corona-Zeit sich dann noch mal ein bisschen neuer oder intensiver zusammengefunden. Und daraus sind die Corona-Tapes entstanden, die ihr jetzt zu hören bekommt. Ich freue mich sehr. Und in diesem Sinne, freut euch auf eine musikalische Klangcollage der besonderen Art. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Eine ebenso rätselhafte wie universale Erscheinung ist die Masse, die plötzlich da ist, wo vorher nichts war. Einige wenige Leute mögen beisammen gestanden haben, 5 oder 10 oder 12 nicht mehr. Nichts ist angekündigt, nichts erwartet worden. Plötzlich ist alles schwarz von Menschen. Von allen Seiten strömen andere zu. Es ist, als hätten Straßen nur eine Richtung. Viele wissen nicht, was geschehen ist. Sie haben auf Fragen nichts zu sagen. Doch haben sie es eilig, dort zu sein, wo die meisten sind. Es ist eine Entschlossenheit in ihrer Bewegung, die sich vom Ausdruck gewöhnlicher Neugier sehr wohl unterscheidet. Die Bewegung der einen, meint man, teilt sich den anderen mit, aber das allein ist es nicht. Sie haben ein Ziel. Es ist da, bevor sie Worte dafür gefunden haben. Das Ziel ist das Schwärzeste, der Ort, wo die meisten Menschen beisammen sind.
Thank you.
Das Zusammengebrachte ist gleichartiger Natur, eine bestimmte Art Frucht, eine bestimmte Art Korn. Es wird so dicht beisammen aufgestapelt wie möglich. Je mehr und je dichter man es hat, umso besser. Man hat viel bei der Hand und muss es nicht mehr von weit her holen. Die Größe des Haufens ist wichtig, nur wenn er groß genug ist, reicht es für alle oder für lange aus. Sobald man sich an das Einholen von Haufen gewöhnt hat, können sie nicht zu groß sein. Am liebsten gedenkt man der Jahre, die den reichsten Segen gebracht haben. In Annalen, sobald man solche kennt, werden sie als die glücklichsten Jahre verzeichnet. Die Ernten wetteifern miteinander von Jahr zu Jahr oder von Ort zu Ort. Ob sie einer Gemeinschaft oder ob sie Einzelnen angehören, diese Haufen sind vorbildlich und ihre Sicherheit verbürgt. Es ist wahr, dass sie dann wieder verbraucht werden, mancherorts ganz plötzlich bei besonderen Gelegenheiten, manchmal nur langsam, je nach Bedarf. Ihre Konstanz ist eine beschränkte, ihre Abnahme ist in der Vorstellung, die man sich von ihnen macht, von Anfang mitenthalten. Ihre Wiederansammlung ist dann dem Rhythmus der Jahres- oder Regenzeiten unterworfen. Alles Ernten ist ein rhythmisches Häufen und das Abhalten der Feste ist von diesem Rhythmus her bestimmt. Thank you.
Thank you.
Auch der Schatz, wie alle Haufen, ist zusammengetragen worden. Aber er besteht im Gegensatz zu Früchten und Körnern aus Einheiten, die ungenießbar und nicht vergänglich sind. Wichtig ist der besondere Wert dieser Einheiten und nur ein Vertrauen in die Dauer dieses Wertes verlockt zur Bildung des Schatzes. Es ist ein Haufen, der ungestört bleiben und wachsen soll. Gehört er einem Mächtigen, so reizt der andere Mächtige zum Raub. Das Ansehen, das er seinem Besitzer schafft, bringt diesen in Gefahr. Kämpfe und Kriege sind um Schätze entstanden und mancher hätte mit einem kleineren Schatz länger gelebt. So wird er oft notgedrungen geheim gehalten. Das Eigentümliche des Schatzes besteht also in der Spannung zwischen dem Glanze, den er verbreiten soll, und dem Geheimnis, das ihn schützt. Über das Feuer wäre vorerst zu sagen, dass es sich überall gleicht. Ob es klein oder groß ist, hier oder dort entsteht, ob es lang oder kurz dauert, für unsere Vorstellung hat es immer etwas Gleiches, das unabhängig von seinen Gelegenheiten ist. Das Bild des Feuers ist uns wie ein Brandmal, kräftig, unauslöschlich und bestimmt. Das Feuer greift um sich, es ist ansteckend und unersättlich. Die Heftigkeit, mit der es ganze Wälder und Steppen, ganze Städte erfasst, gehört zu seinen eindrucksvollsten Eigenschaften. Bevor es ausbrach, stand Baum neben Baum, Haus neben Haus, jedes vom anderen getrennt, einzeln für sich da. Was aber gesondert war, wird vom Feuer in kürzester Zeit verbunden. Die isolierten und unterschiedlichen Gegenstände gehen alle in gleichen Flammen auf. Sie werden so sehr gleich, dass sie ganz verschwinden. Häuser, Geschöpfe, alles wird vom Feuer gepackt. Es ist ansteckend. Die Widerstandslosigkeit gegen Berührung durch die Flammen ist immer wieder erstaunlich. Je mehr Leben etwas in sich hat, umso weniger kann es sich dagegen wehren. Nur das Lebloseste, die Mineralien, sind dem Feuer gewachsen. Seine rapide Rücksichtslosigkeit kennt keine Grenzen. Es will alles enthalten, es hat nie genug. Das Feuer kann überall entstehen, seine Plötzlichkeit. Es überrascht niemand, dass da und dort ein Brand ausgebrochen ist. Auf ein Feuer ist man überall gefasst. Die Plötzlichkeit daran ist aber immer eindrucksvoll und man wird nach den Ursachen forschen. Dass sie oft nicht zu finden sind, trägt bei zum ehrfürchtigen Gefühl, das sich mit der Vorstellung vom Feuer verbindet. Es hat eine geheime Allgegenwärtigkeit, jederzeit und überall kann sie sichtbar werden. Thank you.
Thank you.
genügend. Das war Schuhmaschine aus der Hanse 3 am Schlagwerk Max Wutzler an der Posaune Martin Schulze. Und Texte stammten aus dem Buch Masse und Macht von Elias Canetti, gelesen von Martha Lauchs.